Mein Name ist Wolfgang Lopper und bin der Erbauer dieses Dioramas. Was war das Motiv, um dieses Diorama zu bauen? Das hat, lassen Sie mich so viel vorab sagen, einen kleinen familiären Hintergrund, weil ich verdanke dem Hüfinger Flugplatz quasi meine Existenz. Meine Eltern haben sich bei diesem Flugplatz kennengelernt und ich bin das Ergebnis dieses Kennenlernens. Das allein war es natürlich nicht, sondern Dr. Werner Kilchling hat mich gebeten, dieses Diorama zu bauen, weil ich ein bisschen auch Interesse für Modellbau habe und auch Erfahrungen aus dem Modelleisenbahnbau einbringen konnte. Botschaft dieses Dioramas sind nicht Heldentaten oder Ähnliches, sondern wie der Krieg nach Hüfingen kam, was viele Menschen in dieser Region nicht mehr wissen. Die Geschichte des Hüfinger Flugplatzes beginnt damit, dass man im ganzen damaligen Deutschen Reich Behelfsflugplätze gebaut hat, quasi in Vorbereitung schon zum Zweiten Weltkrieg. Und so wurde, Rolf Ebnert hat es in seinem Buch beschrieben, auch in Hüfingen ein solcher Flugplatz gegründet. Die erste Belegung erfolgte im Frühjahr 1941, bei der mein Vater dabei war. Die jungen Piloten wurden natürlich nicht geschult, um dem Flugsport frönen zu können, sondern es diente der Kriegsvorbereitung und der Schulung von Nachwuchspiloten. Begonnen haben die jungen Piloten ihr Training mit dem selbstgebauten Schulgleiter SG-38 und sind dann später auf die beiden im Hintergrund sichtbaren Flugzeuge Grunau Baby umgestiegen. Als nächstes sehen wir die Seilwinde. Gestartet wurde also nicht im Flugzeugschlepp, sondern mittels einer motorbetriebenen Seilwinde, die mit einer Schleppdeichsel versehen war, auf den Flugplatz gestellt wurde und dann die Flugzeuge im Windenstart nach oben zog. Wir sind hier im Herbst 1944, als der Hüfinger Flugplatz das zweite Mal mit Flugzeugen belegt wurde. Die deutschen Truppen waren bereits längst auf dem Rückzug und die Einheit, die dritte Gruppe des Jagdgeschwaders 76, hatte von Frankreich nach Hüfingen verlegt. Wir sehen hier die gelbe 3, die in den Startvorbereitungen steckt. Der Pilot bekommt von einem Helfer den Fallschirm umgelegt und wird noch an diesem Tage starten. Er wird aber nicht mehr zurückkommen. Er wurde abgeschossen und sprang verwundet mit dem Fallschirm ab. Nun sehen wir im Hintergrund ein weiß-rot-weißes Fass. Was hat es damit auf sich? Die Motoren dieser Jagdflugzeuge waren zur damaligen Zeit hochgerüstet. Und um die Leistung noch einmal steigern zu können, wurde in die Motoren ein Gemisch 50-50 aus Wasser und Methanol eingespritzt. Das konnte für 10 Minuten nochmals die Flugleistungen und die PS-Zahlen steigern. Wir sehen nun hier vor dem Kübelwagen zwei Piloten, die sich nochmals vorbereiten und besprechen und auf der Karte anschauen, wie sie den Anflug auf ihr Ziel bewältigen wollen. Nun sehen wir links die schwarze 7. Die schwarze 7, oder besser gesagt, ihr Pilot hatte ein trauriges Schicksal. Er wurde ebenfalls an diesem Tage abgeschossen, konnte sich aber nicht mehr retten und stürzte im Elsass ab. Die Forschungsgruppe Luftfahrt hat die Reste dieser Maschine geborgen, vielmehr das, was von ihr übrig blieb. Es waren allenfalls Blechfetzen. In der Scheune steht zurückgeschoben die Maschine des Gruppenkommandeurs, die gerade gewartet wird. In Hüfingen sind die Flugzeuge also nicht nur gestartet, sondern sie wurden auch technisch gewartet. Nicht nur betankt, sondern auch Ölwechsel und Ähnliches, Reifenwechsel fand statt. Wir sehen links an der Scheune so
so etwa blaue Zigarren, das sind nicht etwa Bomben, sondern das sind Zusatztanks, die den Flugzeugen eine erhöhte Reichweite verschafft haben. Für die Wartung dieser Maschinen waren ungefähr 500 Mann Personal notwendig. Also 500 Mann haben dafür gesorgt, dass etwa 30 bis 40 Flugzeuge gestartet werden konnten. Untergebracht waren diese Soldaten nicht nur in Hüfingen, sondern auch in Bräunlingen und Umgebung. Hangars gab es auf dem Hüfinger Flugplatz keine, sondern die Maschinen wurden einfach rückwärts in bestehende Scheunen hineingeschoben und das, was vorne rausschaute, hat man mit einem Tarnnetz abgedeckt. Wir sehen hier eine Weggabelung, die heute noch existiert, auch die Scheune rechts, wo die Maschine des Kommandeurs drin steht, besteht noch heute. Sie ist heute mit grünem Blech verkleidet. Links von diesem Weg befindet sich heute der Kofenweiher. Es gibt eine Luftaufnahme der Alliierten von Anfang 1945, die aus großer Höhe aufgenommen wurde und die Lage des damaligen Flugplatzes zeigt. Auf Google Maps können wir dieses Gelände in seinem heutigen Zustand betrachten. Der Kofenweiher existierte 1945 noch nicht, sondern entstand erst in den 50er Jahren durch Ausbaggern. Wir befinden uns nun im Spätherbst 1944. Die Maschinen wurden in Lücken im Wurwald untergebracht. Dieser Wurwald war natürlich ziemlich sumpfig und so musste der Untergrund durch Knüppeldämme befestigt werden. Links und rechts sehen wir Holzstapel, die wurden als Splitterschutz aufgebaut und die hat man natürlich dadurch gewonnen von den abgesägten Bäumen, die man abgesägt hatte, um Platz für die Flugzeuge zu schaffen. Diese Knüppeldämme wurden übrigens später von Hüfinger Einwohnern weiterverwendet, nämlich als Brennholz. Die Mannschaften kamen nicht etwa in motorisierten Transportfahrzeugen zum Fluggelände, sondern fuhren mit dem Fahrrad aus ihren Unterkünften an. Nun werden sich viele fragen, was macht der Ochse mit dem Flugzeug? Die Flugzeuge mussten sofort nach der Landung den Motor abstellen, um Sprit zu sparen. Deswegen wurden Hüfinger Bauern verpflichtet, mit Ochsengespannen bereitzustehen, um die Flugzeuge dann zu ihren Stellplätzen im Wurwald zu schleppen. Die Benzinknappheit war bereits damals so groß, dass man sich nicht einmal ein motorisiertes Rollen vom Landeplatz zum Abstellplatz leisten konnte. Die Amerikaner hatten die Spritfabriken bombardiert und jeder, der dies beobachtete, hätte eigentlich damals bereits erkennen müssen, dass nun der Krieg wirklich nicht mehr zu gewinnen war. Hier wurden keine Heldengeschichten dargestellt, sondern von den hier zu sehenden Piloten haben exakt zwei den Krieg überlebt, alle anderen sind gefallen. Auch die amerikanische Seite hatte Verluste, die waren aber zu dieser Phase des Krieges nur noch halb so hoch wie bei den Deutschen. Produziert wurden diese Maschinen übrigens zu großen Teilen von Zwangsarbeitern, das sollten wir nicht vergessen. Wer das Diorama anschauen möchte und auch die Reste der abgestürzten und ausgegrabenen Flugzeuge, der möge das Flugzeugmuseum in Löffingen aufsuchen. Dort kann er sich umfassend informieren, auch zur Geschichte des ganzen Flugplatzes Hüfingen.